Hallo, ich bin's wieder, euer FlossTV bei The Legend of Zelda Phantom Hourglass und wir haben endlich den Heroenbogen. Also können wir jetzt Raupen töten. Nein, das kommt mir auch schon vorher, aber nun können wir Pfeile verschießen. Diese werden uns noch sehr nützlich sein, im Übrigen, glaube ich zumindest. Ja, natürlich werden die sonst wichtig werden sein. Einfach mal hier hinschießen und gucken, wo es weitergeht. Das bringt gar nichts übrigens, denn man muss es erst ein wenig schlagen, bevor es uns was bringt. Und gucken, wo es uns jetzt das hinbringt. Ich wette, das wird uns noch nützlich gewesen sein. Ich hoffe es zumindest. Wenn nicht, dann haben wir Arschkarte. Ja, es war uns wirklich nützlich, denn hier ist nun ein Weg frei, der vorher nicht frei gewesen wäre. So können wir weitere Raupen klatschen. Und warum rede ich heute so komisch? Mein Schatz. Raupe? Scheiß Raupe. Ey, du gehst sterben, bitteschön. Dankeschön. Den da schießen wir einfach mal mit dem Pfeil ab. Das können wir es ja machen. Können wir es ja machen. Da fehlt uns der Kristall. Der Herr Christel fehlt uns dort. Einmal die Türe öffnen, bitteschön, und eine Abkürzung erstellen. Diese wird noch nützlich sein, oder nicht? So nützlich wird sie jetzt nicht. Aber verdammte Scheiße, da war ja was. Ach nee, doch nicht. Da hat sie ja jetzt nur diese Pforte geschlossen und das Spiel lag. Auf jeden Fall kommen wir jetzt nach dort unten und können den Kristall dort mal einsetzen. Denn wir müssen es tun. Sonst öffnet sich die Türe nach oben nicht, habe ich das Gefühl. Nein, so müsste es sein. Und ich hoffe, mein Antivirenprogramm meldet sich gleich nicht, weil mein PC hier irgendetwas lädt. Und meistens ist dies mein Antivirenprogramm. Ich hoffe es aber nicht und zocke jetzt weiter. Von daher gehen wir einfach mal wieder nach dort oben. Na, was haben wir denn da Feines? Erstmal Octopussies, wie ich sie nenne. Ich weiß gar nicht, wie die Viecher richtig heißen. Irgendwas mit Octo-Orks. Ja, Octo-Orks heißen die genau. Weißt du doch. Oh, die Viecher sind so scheiße zum Teil. Also viele von denen sind scheiße. Wenn du es wirklich mit einem von diesen Viechern zu tun hast. So wie in diesem Raum. Angriff der Pokis. Nee, Poki ja nicht so. Poki ist was, wer anderes, den Octopussies meine ich dann wohl eher. So. Und einmal alle weggeklatscht und eine Brücke erbaut. Erbaut vor allen Dingen. Total erbaut. Eine Brücke haben wir nun geschaffen. Was sagt uns denn der Steinkopf hier? Boing oing, diese Zahl der Schatztruhen, also die Zahl der, nein, ich will nicht wissen, wo sich die Schatztruhen hier befinden. Das finde ich ganz alleine heraus. Oh, Junge. Jetzt habe ich ihn aus Versehen schon wieder angeschlagen. Nein, danke, immer noch nicht. Dankeschön, dass du dies akzeptieren magst. So, als nächstes würde ich gerne mal hier das Ding wieder haben. Das Ding. Also die Platte da. Das Steinchen. Dankeschön, liebes Steinchen.
Und dann gucken wir mal. Oh mein Gott. Scheiße, blödes Vieh. Egal, ich dürfte wieder genau hier rauskommen. Okay, das wird wohl eher nichts. Schade eigentlich. Egal. So, ich weiß zwar noch nicht, was es gebracht hat. Aber ich wette, ich werde es leicht sehen. Achso, jetzt weiß ich wieder, was es bringt. Man muss aber erst noch auf die andere Seite. Und dort das Auge aktivieren. Und jetzt erscheint da eine kleine Truhe, an der sich vermutlich ein Schlüssel befindet. Wenn ich mich recht entsinne, beziehungsweise wenn man es sich erraten soll, dann würde ich auf einen Schlüssel tippen. Ist sehr wahrscheinlich. Ja, und ich habe total versagt, denn es ist ein Krafttropfen. Das hat es jetzt total gebracht. Ich weiß gar nicht mehr, wofür diese Tropfen alle nützlich sind. Ich weiß nur, dass man, wenn man irgendwie 10 von jeder Sorte hat, das bringt irgendwas, bin ich der Meinung. Aber wie gesagt, es ist schon lange her, seitdem ich das Spiel das letzte Mal gezockt habe. Von daher seid mir nicht böse, wenn es irgendwas anderes bringt. Wir werden es alles nach und nach erforschen. Ich werde sicher nicht alle von diesen Krafttropfen sammeln, das möchte ich gleich noch gesagt haben. Und das wird mir einfach zu aufwendig. Und erstmal möchte ich bitte wieder auf die andere Seite. Denn dort muss ich erstmal ins Loch fallen. Ich wollte nur auf die andere Seite nochmal, um ins Loch zu fallen. Das ist euch ja wohl bewusst. Dann, Schatz, ich muss das hier wegbekommen. Sonst habe ich Arschkarte. Danach kann ich wieder zurück. Dann hier entlang. Und dann kann man das Teil nämlich sozusagen als kleine Schutzschild verwenden. Oder als Blockade. Ja, Scherz, man verwendet das Teil tatsächlich als Schutzschild, damit man nicht von diesem Teil hier getroffen wird. Das könnt ihr so weit wie möglich reinschieben. Aber ab einem bestimmten Punkt bringt es euch nichts mehr oder es geht gar nicht mehr weiter. Ich war mir da nicht so sicher. Du hast eine Zora-Schippe erhalten. Diese glitzernde seltene Schippe stammt von einem Zora oder Zora. Ach ja, die Zoras sind schon ein paar nette Gestalten, aber gerade nicht nützlich. Egal. Elektrobälle. Aufpassen, Elektrizität. Ja. Ja, ich hab doch gesagt, aufpassen, mein Gütz, da hilft mir denn gar nicht zu. Als erstes möchte ich eine kleine Abkürzung erstellen. Und dann weiter nach unten watscheln. Und ich glaube, weiter unten werde ich den Part beenden. Ja, hier werde ich den Part beenden. Ich sage Tschüssikowski, ich stelle mich noch da drauf und dann sage ich wirklich Tschüssikowski, bis zum nächsten Part. Tschüssi, Freunde. Bye bye. Obwohl, ich warte noch, bis ich drüben bin. Und dann kann ich tatsächlich den Part beenden. Jo, jetzt bin ich drüben und beende jetzt wirklich aber den Part. Ich sage Tschüssi, bis zum nächsten Part, liebe Freunde. Auf Wiedersehen.